Willkommen zu einem neuen Spiel bei mir auf dem Kanal Foundation im Early Access. Ja, mal wieder ein Early Access Spiel. Ja, mal wieder ein Aufbauspiel. Und ja, auch das spielt im Mittelalter. Wer hätte es gedacht? Ich habe da momentan Freude dran. Und neben dem Flight Simulator ist das ja etwas, was mir besonders viel Spaß derzeit macht. Ich hoffe euch auch. Zumindest, ja, der ein oder andere schaut ja rein. Von daher wünsche ich euch viel Spaß auch bei dem Spiel. Und da ich davon noch keine Ahnung habe, wie von jedem anderen Spiel, fangen wir einfach mal an und gucken mal, wie es denn läuft. Gut, neues Spiel, Karte auswählen. Was haben wir? Küste, Flussbett, Hügel, Berg und Tal. So, und jetzt gucken wir, was da überhaupt noch steht dazu. Das Herzstück der Talkarte ist ein gewundener Fluss, der durch üppige Wälder fließt und von uralten Bergen umgeben ist, die euch sicher gefallen werden. Dann haben wir den Berg. Die Gebirgskarte bietet einen kleinen Küstenabschnitt mit unwegsamem, erhöhtem Gelände im Hintergrund, das eure Niederlassung erschweren wird. Ja, das ist schon mal schlecht, wir haben es ja noch nicht gespielt. Hügel. Auf der Hügelkarte findet ihr dichte Wälder, grüne Wälder, Weiden und sanfte Hügel wie auf keiner anderen Karte. Da ihr nicht fischen könnt, ist es schwieriger, eure Bevölkerung zu ernähren. Das ist auch nicht so gut. Die Flusskarte bietet lange Flussabschnitte, die das Land teilen. Brücken müssen wesentlich früher gebaut werden, damit die Dorfbewohner und Einwanderer die Flüsse überqueren können. Das ist doch auch ganz nett. So, und dann haben wir noch die Küste. Die Küstenkarte bietet alles. Idyllische, von Klippen geschützte Buchten am Strand, während im Landesinneren die sanften Hügel und Ebenen ideal für Siedlungen und Landwirtschaften sind. Dann nehmen wir doch das, klingt am einfachsten. Ja, wir wollen ja auch, dass wir das hier irgendwie hinkriegen, ne? So, aktivierte Mods 5, deaktivierte 4. Keine Ahnung, ich sehe ja nicht, welche Mods hier dabei sind. Wir starten einfach mal. So, die Hilfe, eins nach dem anderen. Einführung, willkommen zur Foundation Hilfe. Das Wissen dieser Seite macht euch vertraut mit den Grundelementen des Spiels. Das ist doch schon mal sehr nett. Um dieses Fenster neu zu öffnen, klicke auf die Fragezeichen da irgendwo. Da, auf das Fragezeichen da. Wollt ihr die Größe der Anzeige verändern, klickt auf den Zahnradknopf oben rechts im Bildschirm. Unter Setting Video könnt ihr die User Interface Größe nach euren Wünschen anpassen. Ja, das ist schön. Euer erstes Gebiet. Um den Bau eurer Siedlung zu beginnen, müsst ihr zuerst euer Startgebiet auswählen. Jedes Startgebiet verfügt über die wichtigsten Ressourcen für die Urbarmachung des Landes. Später werdet ihr euer Territorium durch Kauf weiter vergrößern können. Ah, das ist auch interessant. Also ich kenne wirklich gar nichts, ne? Auch nicht das Spielprinzip. Und ja, von daher bin ich sehr gespannt. An der Stelle schon mal gesagt, vielen Dank für die ganzen Abonnenten, die jetzt gerade dazugekommen sind. Auch natürlich für alle anderen, die bereits sehr, sehr lange mit dabei sind. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich drüber. Und ja, dann wächst der Kanal natürlich noch weiter. Nächstes Thema, das Dorfzentrum. Habt ihr euer Startgebiet ausgewählt, ist es Zeit, euer Dorfzentrum zu platzieren. Dieses wird als Lagerplatz für eure ersten Ressourcen dienen, bis ihr über passende Lagermöglichkeiten verfügt. Das Dorfzentrum findet ihr im Gebäudefenster. Gebäudefenster. Das könnte das hier sein, Gebäudefenster. Das Dorfzentrum kann später nicht mehr umgesetzt werden, also wählt den Standort mit Bedacht. Okay, Village Center. Build. Ja, okay. Nach dem Platzieren sind eure ersten Einwohner bereit für euch zu arbeiten. Wenn ihr mit dem Bau eures Dorfs begonnen habt, werden weitere Einwohner einwandern. Das ist vollkommen in Ordnung. Werkstatt des Baumeisters. Gebäude werden von Dorfbewohnern gebaut. Hierfür müsst ihr zuerst eine Bauwerkstatt erstellen. Sobald die Bauwerkstatt platziert wurde, könnt ihr Arbeiter einstellen und mit dem Bau eures bescheidenen Dorfes fortfahren. Okay, also erstmal die Bauwerkstatt, dann Arbeiter einstellen, dann weiterbauen. Öffnet das Baumenü und sucht ein Gebäude aus. Kannst du das Gebäude, was du gewöhnlichst, nicht finden? Versuche die Filteroption in der Suchleiste zu nutzen. Wählt das Gebäude aus, das ihr bauen möchtet und platziert es. Wenn ihr mit der Platzierung zu finden seid, dann klickt ihr auf Bauen. Okay. Grüne Pfeile sind Eingangs- und Ausgangspunkte, das ist auch gut.
frei und zugänglich. Im Laufe der Zeit werden neue Gebäude freigeschaltet, die im Baumenü auf die gleiche Weise wie die Werkstatt des Baumeisters ausgewählt werden können. So, einige Rohstoffe für den Bau sind möglicherweise nicht von Anfang verfügbar und erfordern entsprechende Produktionsgebäude. Nächstes Thema. Arbeiter zuweisen. Es gibt verschiedene Wege, Arbeiter und Gebäude und Arbeitsplätze zuzuweisen. Ihr könnt Einwohner direkt einem Gebäude zuordnen, wenn dieses freie Arbeitsplätze aufweist. Alternativ könnt ihr einem Einwohner einen Beruf zuweisen, indem ihr auf ihn klickt. Ein Klick auf das Plus im Gebäudemenü und dann automatisch. So, Einwohner können einem Arbeitsplatz auch im Almanach in der unteren Menüleiste zugeordnet werden. Das könnte also hier irgendwo sein, Almanach. Oh, Standbuch könnte Almanach sein. So. Um eine Liste all eurer Gebäude mit der Übersicht der dort freien Arbeitsplätze zu sehen. Auf die gleiche Weise könnt ihr euren Einwohnern Berufe zuordnen, indem ihr die Einwohnerübersicht im Almanach verwendet. Okay, das werden wir dann irgendwann nochmal machen. Die Zuordnung des Berufs ohne einen dafür freien Arbeitsplatz wirkt sich negativ auf deine Arbeitsplatzstatistik aus und verringert dadurch die Chancen auf weitere Zuwanderung. Das ist schlecht. Gut, Zeichenwerkzeug. Das Zeichenwerkzeug dient dazu, verschiedene Zonen festzulegen, beispielsweise Abgaugebiete für Ressourcen oder Wohngebiete. So, mit dem Zeichenwerkzeug kann man auch vorhandene Zonen entfernen, indem man den rechten Maustaste drückt und über die Zonen fährt. Okay. Wenn ihr fortschreitet und neue Gebäude freischaltet, erhaltet ihr auch die Möglichkeit, neue Zonen einzuzeichnen. Haltet STRG gedrückt und dreht das Mausrad, um die Größe des Pinsels zu vergrößern. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Das Buch. Ihr braucht mehr Details zu euren Einwohnern, Gebäuden oder Finanzen. All das und noch mehr findet ihr im Almanach. Ihr findet den Almanach im Aktionsmenü am unteren Bildschirmrand. Also hier letztendlich da, das Ding. Geht auch mit Tab. Sehr gut. Der Almanach hat vielerlei Funktionen, zum Beispiel das Pausieren der Produktion im Gebäude, das Freischalten neuer Gebäude, die Verwaltung eurer Armee und viel mehr. Gott, wie viele Punkte kommen denn da noch? Müssen wir das jetzt alles durcharbeiten? Nächstes Thema. Aufgabenfenster. Im Aufgabenfenster findet ihr alle verfügbaren Aufgaben und Missionen. Die Anfangsaufgaben führen euch durch die ersten Schritte des Siedlungsbaus. Ja, auch das werden wir irgendwo finden. Ich denke, hier links wird es sein. Haltet die Maus über eine Quest, um ein Fenster zu öffnen, das euch mehr Details über die Erfüllungsbedingungen gibt. Ihr könnt eine Aufgabe jederzeit anpinnen, um sie über den Aufgabenfenster sichtbar zu machen. Alright. Konstruktionsschritte und Pakete. Für den Bau aller Gebäude werden Rohstoffe benötigt, die in den meisten Fällen selbst hergestellt werden. Okay, noch leichte Tippfehler, aber egal. Diese können aber auch über den Handel erworben werden, wie zum Beispiel Werkzeuge. Gebäude und Gebäudeteile werden in mehreren Schritten gebaut. Jeder Schritt erfordert ein bestimmtes Paket von Rohstoffen, die vor Baubeginn auf der Baustelle gesammelt werden müssen. Ja, okay, also da müssen sie wahrscheinlich hingebracht werden. Eure Bauarbeiter und Träger kümmern sich um alles, indem sie die nötigen Ressourcen zu den Baustellen transportieren. Die Bauarbeiter beginnen jedoch erst dann mit dem Bau, wenn die Rohstoffpakete in jeder Phase geliefert wurden. Okay, der Bau kann gestoppt werden, wenn Ressourcen zur Verfügung stehen. Keine Ressourcen, selbstverständlich. Gebäude bearbeiten. Einige Gebäudemomente können auch nach dem ersten Bau bearbeitet werden, sodass die Gebäude und ihre Funktion mit ihrem Dorf mitwachsen können. Ein Gebäude und einige Teile, die Anwesenstafel freigeschaltet werden können. Eine Registerkarte bearbeiten befindet sich in Gebäuden, die verändert werden können. Im Bearbeitungsmodus können Teile aus der verfügbaren Liste hinzugefügt werden. Wenn ihr mit der Bearbeitung fertig seid, klickt auf Bauen, damit die Bauarbeiter die neuen Erweiterungen konstruieren können. Das ist jetzt ganz schön viel alles, ne? So, Skulpturen und Buntglas. Das kann er mir bestimmt irgendwann nochmal erklären. Baumeister, Register. Okay, nächstes Thema.
Zuwanderung. Wenn sich die Neuigkeit über eure Siedlung herumsprechen, werden mehr Siedler in euer Gebiet ziehen wollen. Die Zahl der Neuankömmlinge wird variieren, abhängig von einigen Faktoren, die das Leben in eurem Land widerspiegeln. Diese Faktoren und ihr gegenwärtiger Einfluss kann im Einwohnerfeld oben auf dem Bildschirm eingesehen werden. Das wäre hier. Jeder dieser Faktoren hat Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Neuankömmlingen. Zufriedenheit erhöht die Zufriedenheit mit den Bedürfnissen oder Unterführungen. Beschäftigung verringert sich, wenn ihr arbeitslose Einwohner habt. Wohnen verringert sich, wenn ihr Wohnmöglichkeiten in der Nähe der Arbeitsplätze fehlen oder die vorhandenen Wohngebiete nicht attraktiv genug sind. Tipp: Wenn der Faktor Wohnen sinkt, stellt sicher, dass ihr ausreichend Wohngebiete ausgewiesen habt. Bedenkt, dass Einwohner mit höherem Rang attraktivere Wohngebiete fordern. Das ist schon mal ganz interessant. Ja, Leute, aber das lesen wir jetzt nicht alles durch. Also, jetzt lasst uns mal kurz gucken, wo wir denn hier überhaupt sind. Also, das hier ist die Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir haben hier das Ende der Welt erreicht, denn wir sind, wir leben auf einer Scheibe. Jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, etwas Land für uns zu okkupieren. Das macht aber keinen Sinn, weil wir da auf einer einzelnen Klippe wären, also hier vorne zumindest, und da relativ viel Hügel ist. So, Territorium, diese kaufen, erweitern, dieses Gebiet aufgeben, Steuern senken. Nö, 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 nö. Das ist mir auch zu steil. Was hätten wir hier? Oh, jetzt habe ich schon gekauft, aus Versehen. Dabei war ich da noch gar nicht fertig. Ich dachte, man kann da draufklicken. Grand Malheur. Na egal, also, dann leben wir halt mit dem, wie es ist. So, baut das Dorfzentrum. Aufgabe, hier unten links steht's. Dieser Landstrich sieht vielversprechend aus. Lasst uns nun ein Dorfzentrum platzieren. Das machen wir. Irgendwo war hier ein Baumenü, ich glaube hier. Dorfzentrum. Ein kleines Warenlager. Gibt es hier eigentlich Sichtbarkeit? Fruchtbarkeit. Achso, da ist nicht fruchtbar, weil da bereits Dinge sind. Also Beerensträucher nehme ich mal an. Materialien, was haben wir hier? Zoneneinteilung. Attraktivität. Ja, okay. Also im Grunde genommen müssen wir jetzt sehen, dass wir hier irgendwo unser Dorfzentrum hinbauen. Jetzt sind wir natürlich hier schon wieder mitten am Berg. Was vielleicht gar nicht mal so smart war, das Ding hier auszuwählen. Aber okay, wir haben es jetzt so, wie es ist. Und da ich keine Ahnung habe, bauen wir jetzt hier unser Dorfzentrum hin. Ja, würde ich sagen, bauen, oder? Was kann man hier noch? Ah, also Dorfzentrum ist gebaut. Wir hätten auch ein Walddorf bauen können hier mittendrin, aber egal. So, baut die Bauhütte. Das machen wir als nächstes. Bauhütte. Hier zugewiesene Baumeister werden an den Baustellen der Siedlung arbeiten. Attraktivität niedrig. Also, das mag man offensichtlich nicht. Und dementsprechend müssten wir es natürlich irgendwo hinbauen, wo unsere Dorfbewohner nicht so richtig rankommen. Oh, mit rechter Maus, das ging ja schon mal nicht. Warte, so. Ach so, mittlere Maustaste. Da kann man das außerhalb des Territoriums. Jetzt nicht mehr. Dann bauen wir es doch mal dahin. Bereits im Bauen. Kostet uns 5 Holz. Okay, ist auch sofort fertig. Das ist ja schon mal ganz nett. So, Aufträge. Wir haben keine Aufgaben. Jetzt müssen wir doch einen neuen Baumeister zuweisen, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Genau. So, wie machen wir das? Lasst uns unsere neue Werkstatt nutzen, indem wir einen oder mehrere Einwohner als Bauarbeiter zuweisen. Das machen wir. So, 3 haben wir zugewiesen. Dementsprechend dürfte die Aufgabe abgeschlossen sein. So, und dann kommen die Ersten und sagen, ach, hallo, okay, ich bin jetzt Bob, der Baumeister.
Platziert ein Holzfällerlager. Auch das machen wir. So, Speicher, no. Marktplatz, no. Holzfällerlager, yes. Und das wäre natürlich ganz cool. Wahrscheinlich wird es nur hier drinnen funktionieren. Da hätten wir noch ein bisschen Holz, da hätten wir noch ein bisschen Holz. Dann lasst uns das mal hier reinsetzen. Vielleicht so. Kann man das eigentlich auch drehen? Ne, so drehe ich nur das. Achso, hier rechts steht's. Linksklick zum Auswahl, links ziehen bei vertikalen Pfeilen, um einen Teil vertikal zu skalieren. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Linksklick ziehen. Halte STRG. Okay, warte. Das, ich probiere das nochmal. Ist das jetzt schon gebaut? Ah, jetzt hier. So kann man es ein bisschen drehen noch. Machen wir mal so. Ah, ich habe es da aufgenommen. Und dann machen wir es so. Komm. Ja, komm. Bauen. Ach, das ist auch niedrig in der Attraktivität. Ja, ist in Ordnung. So, jetzt kommt Bob, der Baumeister. Denke ich mal. Und fängt gleich mal an, hier zu bauen. Oder müssen wir da jetzt erst den Weg frei machen, damit die da hinkommen? Wartet auf einen Baumeister. Muss ich da jetzt einen Baumeister hinschicken? Gebäudebau priorisieren, ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Ding da gebaut wurde, mitten im Wald, wo kein Schwein hinkommt. Ein Gebäude abreißen. Oder? Passiert jetzt was? Abbrechen. Schauen wir mal. Hier kommt doch ein Baumeister. Es dauert nur ein bisschen, bis sie das ausführen, offensichtlich. Aha. Da werden erstmal ein paar Bäume gefällt. Um Platz für das Lager zu schaffen, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir hier? Tagessaldo minus 2. Okay, Kara bringt 5 Werkzeuge. Das ist schon mal schön. Kara. Kara könnte sich auch ein bisschen beeilen. Tut sie jetzt auch. Und Kara hat eine ganz schön große Nase, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ich beschleunige das mal. Dreifach beschleunigen können wir. So, Holzfäller haben wir gebaut. So, einen neuen Holzfäller zuweisen. Das machen wir. Und das können wir bestimmt hier. Indem wir aufs Plus drücken. Haben wir gemacht. Läuft. Abbauzone fehlt. Abbauzone zeichnen. Lasst uns festlegen, welchen Bereich Wald in diesem Fall wir in unserem Reich abbauen lassen möchten. Jo. Das können wir doch jetzt hiermit machen. Abbau. So, und jetzt habe ich doch vorhin gesehen, genau, so kann man das machen mit STRG und dem Mausrad. Und dann können wir hier... eine Zone einzeichnen. Okay, also das macht er dann auch so, wie er glaubt, dass es richtig ist. Und so können wir die Zone komplettieren. So, wie kriegen wir das wieder weg? So. Herausragend. Produziere Beeren. Um eine Hungersnot zu vermeiden,
vermeiden, heißt es wohl, müssen wir eine grundlegende Nahrungsquelle sicherstellen. Produziert Beeren. Ja, das machen wir sehr gerne. Und die hätten wir hier. Und wie produzieren wir denn Beeren? Indem wir einen Speicher bauen. Steinbruch, Forsthaus, Sägewerk, Sammlerhütte. Produziert Beeren. Hat auch eine niedrige Attraktivität. Ah ja. Ja, lass uns das mal dahin bauen. Bereit zum Bauen. Und auch das dürfte dann gleich losgehen, ne? Oder muss ich jetzt auch hier irgendjemanden... Nee. Hitzecha bringt 10 Holz. Sehr erfreulich. Was steht hier? Wartungskosten 0 plus 5. Geld für Unterhalt. Ja, ist ja spannend. Okay, das können wir auch mal ein bisschen beschleunigt durchlaufen lassen, weil das ja gerade die Aufgabe ist. Warten auf einen Baumeister. Der Rest steht da tatsächlich noch ein bisschen dumm rum, ne? Ah, jetzt kommt der andere. Also sie war fürs Fundament zuständig. Er ist jetzt für den Hochbau und das Dach verantwortlich. Ich hoffe, er schafft das auch noch. Ja, herausragend. So. Dann lass uns doch mal hier 2 Sammler zuweisen. Oder am besten gleich 3. So, Ressourcen. Haben wir also auch nicht mehr so richtig viele. Holz haben wir noch 39. Achso, das ist was anderes, das Gebäude hier. Okay, verstehe. Was ist das? Stoff und Werkzeuge. Und hier haben wir Beeren. Produziert Beeren, ja. Ach guck, jetzt ist hier der Weg automatisch entstanden, weil sie da jetzt schon ein, zwei Mal lang gegangen sind. Das ist ja interessant. Muss ich ihr jetzt hier noch ein Gebiet zuweisen zum Ernten oder sowas? Ja, für... Ah ja. Ja, verstehe. Also, man muss Gebiete zuweisen. Und ich vermute mal, dass wir auch einen Förster brauchen, weil ich da gerade das Aufforsten gesehen habe. Und ich habe vorhin in einem Bericht gesehen, dass nachdem die Siedler, der neueste Teil, ja eigentlich ja oder wohl sehr, sehr schlecht weggekommen sein soll, dass das hier das neue Siedler werden könnte. Ressourcen einlagern. Lasst uns diese Beeren einlagern, um sie besser erreichbar zu machen. Baut einen Speicher, einen neuen Träger zuweisen und weist die Beeren den Speicher zu. Auch das machen wir. Bauen, Speicher, ist bestimmt auch niedrig in der Attraktivität. Also lasst uns, naja komm, lass uns den mal, ja, weiß ich nicht. Eigentlich würde ich den dahin bauen. Wo ist denn der Eingang? Also, mehrere Eingänge von mehreren Seiten. Ja, I don't know. Vielleicht sorge ich auch dafür, dass ich hier... dass es gerade nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ne, weil wir ja... Ich sehe das hier mit der Attraktivität und ich meine doch gerade irgendwo was gelesen zu haben, dass bestimmte Bürger ein attraktives Wohnviertel bevorzugen. So, 14 Beeren haben wir da. So, Attraktivität niedrig, Priorität nach oben und wir beschleunigen das Ganze mal wieder. Oh, Stein fehlt.
Haben wir denn noch Steine? Vermutlich nicht. Stand da irgendwas, dass wir vorher... Ne, Bordspeicher. Dass wir vorher irgendwie Steine kloppen müssten. Achso, aber hier ist die Attraktivität überall niedrig, ne? Vielleicht täusche ich mich da auch. Gibt's hier irgendwas, so steinbruchmäßig? Ja. Vielleicht ist das noch eine Option. Ja, es ist halt nicht sonderlich attraktiv. Ne? Da muss man... Beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Da müssen die Jungs jetzt durch. Aber vielleicht ist es auch vollkommen egal. Dann lass uns erst das hier bauen. In Priorität ganz nach oben. Und ich beschleunige nochmal, damit das hier auch ein bisschen vorwärts geht. Haben wir genug Zeit verloren durch die Anleitung und das Lesen des Ganzen. Außerdem entdecke ich ja auch lieber, als dass ich mir hier alles irgendwie anlese. Ja, vielleicht mache ich auch 3-4 Minuten länger. Für diejenigen, die am Anfang einfach überspringen und dann gleich zum Gameplay kommen. Wir können hier nochmal reingucken. Ja, hier fehlt halt der Stein. Was wiederum bedeutet, dass wir zunächst natürlich jetzt den Stein bauen und abbauen müssen. Aber ich bin um kurze Wege bemüht. So, und jetzt müssen wir natürlich auch hier einen Arbeiter zuweisen. Ja. Der natürlich auch wieder die Gelegenheit kriegt, Dinge abzubauen. Ja, zumindest haben wir schon mal 32 Beeren gesammelt. Und wenn der gleich fertig ist mit den ersten Steinen, was jetzt der Fall ist, einen Stein haben wir schon mal, dann wird hier das Lager, also Speicher, auch relativ schnell gebaut werden können. So natürlich, also aber Tag-Nacht-Wechsel gibt es hier drin nicht, ne? Sondern... Hier wird einfach fröhlich vor sich hingelebt. Aber hier steht, Monat 1, Woche 3, Tag 7. Sind wir schon soweit? Offensichtlich. So, es fehlen noch 2 Steine. Achso, bislang bringen die Steine wohl immer hier rüber. Zum Dorfzentrum. Macht sie das nicht schön? Esmeralda, oder wie sie heißt? Kann man die anklicken? Ja. Phoenicia. Oh, ist doch ein netter Name. Die Leibeigenen sind mit einem Dach über dem Kopf und einer einladenden Kirche zufrieden. Okay, sie ist Leibeigener. Natürlich nicht so nett. So, Speicher wird gebaut. Kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt kommt der nächste Bauarbeiter, der daran muss. Ne, der ist immer für den Hochbau zuständig hier. Ist das auch ein Leibeigener, wenn man damit draufklickt? Haffen, ja. Ist auch ein Leibeigener. Ach, gucke mal. Halt. So. Baumeister Level 2. Ach so, und da, wenn man draufklickt, kann man den auch weiter Berufe zuordnen. Und sie... Die Zecha ist Baumeisterin Level 1. Braucht Wasser und Nahrung. Ja, Kinder. So, also, ist der Speicher jetzt fertig? Nee, immer noch nicht. Kann doch nicht so lange dauern.
Vielleicht kommt aber wieder der Nächste und macht hier einen auf Baumeister. Ha, jetzt. So, und jetzt sollen wir die Ressource zuweisen. Beeren. Das ist ja schon mal schön. Wir können ja auch nur Beeren aufnehmen. Können wir da auch Steine? Ne, Steine können wir da nicht einlagern. Also Beeren. Und jetzt müssen wir noch einen Träger zuweisen. Und dafür haben wir jetzt 100 Taler bekommen. Also 100 Goldmünzen. Ja, ist ja nett. Erfüllet die Bedürfnisse eurer Neuankömmlinge. Aufgabe, unsere Einwohner sind durstig und hungrig. Lasst uns ihnen geben, was sie zum Überleben brauchen. Ein Brunnen, ein Marktplatz, einen Markthändler. Und dann sollen wir da noch was zuweisen. Okay. Fangen wir mal mit dem Marktplatz an. Oder mit dem Brunnen. Was brauchen wir dafür? Ja. Ich finde, sowas kann ja immer relativ zentral auch irgendwo hinkommen, ne? Ja, lass uns das mal hier hinbauen. Bauen. So, dann hat er gesagt, brauchen wir noch einen Marktplatz. Den finden wir bestimmt auch hier irgendwo. Ach, hier. Ja. Lass mal gucken, wie das aussieht. Ach, das ist einfach nur ein Stock. Das ist ja verrückt. Ja, da stelle ich mir vor, dass wir das hier vielleicht hinbauen. Fehlende Pflichtteile. Ach so, das braucht erst einen Marktstand. Okay, gucken wir nochmal rein in die Bauliste. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Sägewerk. Brücke. Ich bin verwirrt. Baut einen Brunnen. Dann baut einen Marktplatz und dann einen neuen Markthändler zuweisen. Ja, vielleicht muss auch erst der Brunnen fertig gebaut werden. Aber da habe ich doch schon den Flock jetzt hingestellt. Fehlende Pflichtteile. Achso, das muss ich noch auswählen. Ah. Okay, von mir aus so, ist das in Ordnung, bereit zum Bauen. Zielelement, rotes Zelt. Könnte man noch dazu setzen offensichtlich. Ah, gucke mal. Ja, machen wir erstmal so. Bereit zum Bauen. Bauen. Ja, super. Läuft doch. Wie ein Länderspiel. Wenn der Brunnen erstmal fertig ist, dann können die auch endlich was trinken. Dann dürfte auch die Zufriedenheit wieder nach oben gehen. Und es sind immer noch 3 arbeitslos. Boah, hier bei den Steinbruch können wir noch mal einen zweiten Bergarbeiter mit dazu bauen. Vielleicht ist auch keiner mehr. Ach, die ist Baumeister. 0 Arbeitslose, also können wir auch. Ja, ja, okay. Habe ich verstanden. Ach, guck mal. Das Attraktivität ist hier hoch, weil der Brunnen natürlich Wasser bietet. Und da ist der Brunnen gebaut. Herausragend. Und jetzt können die auch langsam ankommen und alle mal ein Schlückchen trinken. Und jetzt muss ich doch hier nochmal ganz kurz gucken. Sichtbarkeit. Ah, siehst du, und ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so komisch aussieht. Ja, weil wir die Sichtbarkeit ja hier drin haben, ne? Und ich dachte schon, der Rasen hier, das Gras sieht aber merkwürdig aus. Ja, so macht das natürlich mehr Sinn.
Und jetzt sehen wir es auch, unsere Einwohner kommen ja alle nach und nach an. Und hier wird gerade ein neuer Weg freigetrampelt. Und jetzt müssen wir hier noch einen Markthändler zuweisen, haben aber keinen mehr. Dann lass uns doch hier eine Sammlerin rausnehmen. Die jetzt Markthändlerin wird. Zack. Sehr schön. Und das heißt, die geht gleich hier unter ihren roten Baldachin und das rote Zelt und bietet da Waren an, die wir zum Teil gar nicht selber herstellen. Aber die sie bestimmt irgendwo her hat. Ist das ein Fisch? Könnte Fisch sein. Ist ja wie bei den Galliern. So, Wasser, Nahrung. Das dürfte jetzt beides nach oben gehen. Achso, warte, hier muss ich bestimmt wieder noch irgendwas Ressourcen zuweisen. Ne? Ah, siehst du. Ah. Ja, man muss ja nur richtig lesen, was die von einem wollen, und dann sollte es auch passen, ne? So, herausragend. Herausragend. Ja, meine Lieben. Und während wir hier mit diesem Blick in die Ferne schauen, was die Grafik-Engine so kann und unsere Siedler Dinge tun und sich die Stimmung langsam aber sicher steigert, weil jetzt die Nahrung natürlich auch aus dem Lager dahin gebracht wird, ja, müssen wir leider zum Ende kommen, denn es ist schon wieder soweit. Die Zeit ist rum, meine Lieben. Und wenn euch diese erste Folge von Foundation gefallen hat, dann schaut auch gerne Going with Evil im Vergleich und Patronen im Vergleich dazu an und sagt mir, wie ihr die Foundation oder wie ihr Foundation im Vergleich zu den anderen beiden Spielen findet. In der ersten Folge vielleicht noch nicht ganz so einfach, aber vom Bauprinzip haben wir es schon mal verstanden. Und ist natürlich deutlich anders als bei Going with Evil oder aber auch bei Patronen. Ja, ich bin gespannt. Irgendwie so ein Mix aus die Siedler von Catan und ja, vielleicht auch die Siedler selber. Man weiß es nicht genau. Wir werden es sehen, aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Sehr gerne natürlich auch ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet und mehr davon sehen möchtet. Und naja, in jedem Fall eure Kommentare. Darüber freue ich mich, wie gesagt, neben dem Abo immer mit am meisten. Also, ich schreibe gerne mit euch. Ihr hoffentlich auch mit mir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.